Ich möchte Ihnen in diesem Video die Berechnung der kalkulatorischen Abschreibung anhand eines Beispiels am Flipchart demonstrieren, dies zusätzlich zur Theorie, die bereits erläutert wird. Wir haben hier die kalkulatorische Abschreibung einer Schleifmaschine, also wir sprechen von der Investition einer Schleifmaschine, deren Abschreibung wir aus der Sicht des externen Rechnungswesens und aus der kalkulatorischen Sicht betrachten wollen. Wir haben hier eine Schleifmaschine, die dreischichtig ausgelastet wurde, und wir haben als erstes die Sichtweise des externen Rechnungswesens, wo wir als Abschreibungsbasis einmal die Anschaffungs- und Herstellungskosten haben. Und wir schaffen eine Schleifmaschine mit einem Anschaffungswert von 700.000 Euro an. Das Ganze in T-Euro. Und zusätzlich benötigen wir zur Errechnung der Abschreibung auch noch die Abschreibungsdauer. Das wäre hier die gesetzliche Nutzungsdauer laut UGB, die wir uns aus der AFA-Tabelle für dreischichtige Nutzung holen. In unserem Fall nehmen wir hier 7 Jahre und kommen so ohne Berücksichtigung eines Restwerts zu einer Abschreibung aus bilanzieller Sicht von 100.000 Euro pro Jahr. Wenn wir dies nun mit den Ansätzen aus der Kostenrechnung, sprich der kalkulatorischen Abschreibung, vergleichen, so finden wir hier anstelle der Anschaffungs- und Herstellungskosten, die ja einen historischen Ansatz haben, den Wiederbeschaffungswert. In unserem Fall haben wir den Wiederbeschaffungswert in der Kostenrechnung über eine Indexerhöhung von 20% vom historischen Anschaffungswert errechnet und kommen so zu einer neuen Abschreibungsbasis, diesen Wiederbeschaffungswert von 840.000 Euro. Diese 840.000 Euro müssen wir nun zur Berechnung der kalkulatorischen Abschreibung der Nutzungsdauer, in diesem Fall der tatsächlichen oder realistischen Nutzungsdauer im Betrieb, gegenüberstellen. Diese realistische Nutzungsdauer, die wir aus Gesprächen mit unserer Produktionsmannschaft ermitteln können, ist im Durchschnitt für die Anlagenkategorie Schleifmaschinen 10 Jahre, und so kommen wir nun anstelle der Abschreibung laut UGB zu einer kalkulatorischen Abschreibung von 84.000 Euro pro Jahr. Was sehen wir? Wir haben eine niedrigere Abschreibung im Vergleich zur bagatorischen Abschreibung, 16.000 Euro weniger, aus zwei Faktoren. Einerseits zwar eine deutlich höhere Abschreibungsbasis aufgrund der Verwendung eines aktuellen bzw. eventuell sogar zukünftigen Wiederbeschaffungswerts. Andererseits aber die deutlich höhere realistische Nutzungsdauer unserer Anlagen mit 10 Jahren, sodass in Summe eine niedrigere kalkulatorische Abschreibung ergibt. Diese Einschätzung von Wiederbeschaffungswerten wird klassisch in Unternehmen jährlich bzw. zweijährig durchgeführt, sehr oft bei der Investition und dann in Folgeprozessen, um immer wieder diesen tagesaktuellen bzw. den zukünftigen Wert überprüfen zu können.
Generell die Empfehlung dazu, dies hauptsächlich bei A-Maschinen oder A-Anlagen, den wichtigsten Anlagen in Ihren Unternehmen, durchzuführen.